Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute geht's mal um meinen Schamane, genauer gesagt um den Ele-Schamane und wie wir damit im PvP 2 vs 2 auf 2-1 gespielt haben. Yo, ganz wichtig dabei ist leider das Setup. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass es mega wichtig ist, dass ihr wirklich im richtigen Moment Damage haben müsst und töten müsst. Das bedeutet für all die Anfänger, die so wie ich hart strugglen im PvP, ihr müsst quasi wirklich wissen, wann habt ihr die Möglichkeit, jemanden zu töten. Wann haben die keine Cooldowns mehr? Oder wann habt ihr die Möglichkeit, vielleicht den Heiler von ihnen oder den DD zu CC'en, damit ihr ungestört töten könnt? Meine Burst-Rotation, wie das alles funktioniert, habe ich euch ja schon ganz genau in meinen anderen Videos beschrieben. Hier nochmal die Playlist oben in der Ecke, wer sich das nochmal alles reinpfeifen will, unser Weg zum Gladi. Aber hauptsächlich wollte ich euch nur mal noch mit auf den Weg geben, dass es gar nicht so einfach ist, diese Setups hinzubekommen. Und vor allem, das ist das Wichtigste für mich gewesen, zum Schluss, wo wir wirklich auf 2-1, ich bin stolz wie Hulle, Leute. Ich weiß, es ist für manche nicht viel, manche sind 2-8, 2-9, Rank 1-Gladys, egal. Aber für mich als Anfänger auf einer neuen Klasse, Elishami, es war einfach nur cool. Mit einem Random gespielt aus dem Stream, mit dem habe ich schon mal gespielt, Healpala. Und ja, die Leute, wo natürlich im Stream live dabei waren, das war echt nice, vielen Dank, hat richtig Laune gemacht. Auf jeden Fall haben wir die ersten Games, als wir Richtung 2K kamen, haben wir die ersten Games mega verkackt. Und warum haben wir das verkackt? Weil natürlich, je höher das Rating, desto mehr haben die Leute Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Also konnten sie gut auf unsere Setups oder vielmehr auf mein Setup reagieren. Und ich habe mein Damage quasi Scheiße verschwendet und in irgendeine Wall reingehauen oder quasi meinen Gegner nur auf 10, 15% runtergehauen und dann hatte ich nichts mehr. Der Shami, der Ele lebt ja von Instant-Schaden und da war alles verbraucht, meine ganzen Cooldowns weg, aber der Gegner hatte noch 15% Life, ist ums Eck gerannt, hat sich hochgeheilt oder mich gestunt und sich hochgeheilt. Und somit haben wir sehr viele Games verloren, weil ich mich quasi auch nur auf meinen Burst konzentriert habe. Und wenn es dann rum war, habe ich angefangen zu strugglen, habe dann Fähigkeiten einzeln benutzt, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich noch killen, vielleicht kann ich noch killen. Und irgendwann mal haben sie uns dann quasi einfach umgenutzt. Als wir dann uns langsam wieder erholt haben, das war ein Tag später, waren wir immer noch unter 2K. Aber wir haben das Ganze anders angegangen. Und zwar, ich habe viel defensiver gespielt. Ich habe wirklich passiv gespielt. Ich habe einfach nur den Gegner gepurcht. Ich habe den Gegner geslowt, sodass wir wenig Schaden kriegen. Und habe dann versucht, wirklich meine Setups zu machen. Und ohne Setup habe ich gar nicht losgebürstet. Ich habe wirklich beruhigt und in Ruhe mein Damage gemacht, ohne mich stressen zu lassen. Und wenn der Gegner, sagen wir mal, ich habe alle meine Cooldowns jetzt ab, alles passt perfekt. Ich fange an, Schaden zu machen und der Gegner benutzt zum Beispiel sein Trinket und macht seine Wall. Das war bei einmal ganz krasses Game. Wir haben gegen einen Hunter und einen Heal-Druide gespielt und der Heal-Druide war hinten, er war weg, hat sich schön versteckt vor mir und der Hunter war gerade in Position, damit ich ihm richtig eine Kelle geben kann. Ich habe alles eingesetzt, meinen ganzen Damage und natürlich Hunter nicht blöd. Der Hunter hat instant auf meinen ersten Damage, da war er vielleicht dann bei 80, 90% live noch, also es war noch nichts passiert. In dem Moment hat er instant die Turtle gezogen und ich habe dann aber nicht gepanickt oder sonst was gemacht, sondern ich habe einfach meinen Fokus auf das andere Target geswitcht. Das war in dem Fall der Heal-Druide und der ist in dem Moment, als er gesehen hat, ich mache Cooldowns an, halt rausgelaufen gekommen. Er wollte nämlich seinem Jäger Barkskin geben. Die haben also auch noch die Cooldowns overlapped und ja, dann hatten quasi, waren zwei Cooldowns raus für eine Attacke von mir oder für einen Angriff von mir und ich habe aber den vollen Schaden in den Druide reingehauen und das heißt, er hat selber noch seinen ganzen Scheiß benutzen müssen und hat ganz knapp überlebt und danach
war das Game so gut wie gewonnen, Leute. Das heißt also, ich habe dann nur noch gekitet, bis ich wusste, ich habe wieder Damage, habe natürlich schön gepurcht und dann habe ich ihn voll, den Hunter voll erledigt in dem Fall. Aber genau so solltet ihr mit eurem Ele spielen. Das bedeutet also, sobald ihr die Burst-Rota ein bisschen drin habt, spielt defensiv und passiv, rennt lieber weg, lasst euch nicht treffen. Ganz wichtig, am Anfang gegen Warlocks und so, ich habe jeden Chaos Bolt abgekriegt, jeden, wie heißt dieses Flammengedöns vom Destro-Warlock abbekommen. Und das war dumm. Und irgendwann mal habe ich aber gerafft, wie man gegen den Warlock richtig spielt. Und das bedeutet einfach, ich stand an der Pillar, bin raus, Flammenschock auf ihn, wieder hinter die Pillar. Dann kam der Druide zu uns, ja, was haben wir gemacht? Full Burst auf den Druide. Der Mate von ihm, der Heiler, Full Burst auf den Druide, weitergerannt. Wieder zurück auf den Warlock, immer nur bisschen Instant-Schaden, so dass der fast keinen Schaden auf uns gemacht hat. Nebenher Flammenschock auf seinem Pet aktiv gehalten, damit wir noch mehr Procs bekommen. Lauter so Dinge. Und somit haben wir die Leute oft gekillt, ohne dass sie uns groß was antun konnten, ja. Ich kann mich an ein Game erinnern, das haben wir leider verloren, aber das haben wir mega geil gespielt, bis kurz vor knapp. Und zwar gegen den Holy Priest. Holy Priests haben ja die blöde Eigenschaft, dass sie mit einem Heal den Gegner, also wenn sie im gegnerischen Team sind, den Gegner wieder komplett voll heilen. Und ihr steht da und sagt, super toll, jetzt habe ich ihn auf 10% Runde gehauen und dann kommt der Holy mit einem Heal und heilt wieder komplett voll. Gegen die, das war auch wieder ein Warlock, ein Destro-Warlock und ein Holy Priest, sind wir einfach nur weggerannt. Wir sind einfach nur um die Säule rumgerannt, haben immer wieder Instant-Schaden gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber scheiß Gameplay. Ja, aber anders ist es auch relativ schwer, gegen die zu gewinnen. Und wir haben dann leider verloren. Das ging vielleicht 3 Minuten. Aber in diesen 3 Minuten haben wir den Holy fast umgespielt. Er hatte noch 20% Mana. Sie hatten einen glücklichen Stun auf mich. Und ich habe dann, weil ich dadurch gepanickt habe, mein Instant Damage in die, wie heißt es, Nether irgendwas, also in den Spell Reflect vom Warlock reingehauen, hab mich dadurch selber gedamaged, das war sehr blöd, aber wie gesagt, ich möchte ja hier mit euch lernen, deswegen erzähle ich euch diese Sache. Ich habe quasi meinen Schaden in den Warlock reingehauen und er hat ihn reflektiert auf mich. Da war ich schon low, da habe ich noch mehr gepanickt und dann haben sie uns in einem Coil, glaube ich, haben sie mich gekillt. War also sehr unlucky. Hätte ich noch ein bisschen mehr Geduld gehabt oder ein bisschen sauberer gespielt, hätten wir das easy gewonnen. Ja, ich möchte nur darauf zurückkommen, wenn ihr gegen den Warlock spielt und das hier ist eure Säule, ja, dann kommt ihr, hier vorne ist der Warlock, das hier ist der Warlock, dieser komische Karren, dann kommt ihr hier raus, zack, Flameshock, wieder zurück, zack, Lava-Eruptionsbrock, wieder zurück, lauter solche Sachen, okay, also ihr macht wirklich nur Instants, dann kommt das Pet zu euch, hier ist jetzt das Pet, Flammenschock auf ihn drauf, ja, wieder weiter hier auf den Warlock machen, wenn der Warlock irgendwie Spell Reflect oder so anhat oder keine Ahnung, ihr wisst vielleicht, dass er gleich euch callen könnte oder so, geht einfach erstmal noch ein bisschen aufs Pet, ja, Malstrom generieren, bisschen Party machen, kommt der Druide rein, ja, seid fix damit, kurz Sturmhüter an, eure ganzen Damage-Sachen und volle Lotte auf den Druide. Meistens war der dann auch noch so dumm und hatte keine Hots drauf, dann war es einfach. Ansonsten auch die ganze Zeit purgen, der Dudu geht um, wir kriegen fast keinen Schaden und das Game ist easy gewonnen. Ähnliches Gameplay gegen Warrior, nur dass der natürlich an euch dran stickt. Den Warrior slowt ihr einfach mit eurem Frostshock und ich will jetzt nicht sagen easy, aber es macht es auf jeden Fall einfacher, wenn ihr den Warrior geslowt haltet. Pro-Tipp von einem Nicht-Pro. Wenn ihr mit Kraftzug hier in dieser Talentreihe spielt, könnt ihr nach einem Erdschock direkt den Warrior frosten und dann ist der an Ort und Stelle fest gefrostet, was natürlich ganz nice ist. Anderes Beispiel, was uns sehr oft begegnet ist und deshalb erzähle ich es euch hier, ist zum Beispiel Rogue und irgendein Heiler oder wie heißt der, DH und irgendein Heiler, also Dämonenhunter. Und da hatten wir einfach das gemacht. Also am Anfang haben wir immer verloren gegen die, egal welches Team, immer Kacke. Und irgendwann mal habe ich dann einfach den Rogue immer gefrockt, auch auf seinen Damage. Das heißt also, er musste Trinket ziehen etc. Hat natürlich starke Probleme gehabt dadurch. Und ja, wir konnten quasi so leichter killen und mehr Schaden rausnehmen. Das hat uns echt ein paar Kämpfe mega entspannt. Das gleiche gegen Demon Hunter habe ich das auch gemacht. Auch gegen Demon Hunter Druid.
Was ganz wichtig ist, wenn natürlich euer Gegner den Hex von euch dispellen kann, sagen wir mal in dem Fall der Druid, dann habe ich einfach den Demon Hunter gehext und instant Lasso auf den Druid, ja, instant. Somit konnte er nicht dispellen. Wir hatten kurze Verschnaufspause, mein Mate konnte ums Eck rennen und ich hatte natürlich gleichzeitig auch Pressure und somit haben wir die Ohm gespielt oder halt einfach in einem schönen Setup getötet. Also rundum ist Setup sehr wichtig. Was natürlich leider in PvP auch wichtig ist mittlerweile, ist Gear. Nochmal, um kurz drauf zurückzukommen. Lavashock ist mega essentiell. Wäre geil, wenn ihr davon drei habt. Eruptives Potenzial macht auch gut Schaden. Das ist das, womit durch euer Flammenschock eure Procs dann kommen mit Lava-Eruption und ihr schön Damage machen könnt. Also versucht da auch ein paar zu holen. Und ja, ansonsten, was ein ganz geiles Trinket ist aus dem Raid leider, ist dieses Zittergift-Relikt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu bekommen. Mir hat es echt viel geholfen. Ist ein schöner Dot auf den Gegnern und macht gut Schaden. Naja, das war es jetzt erstmal von mir, liebe Leute. Ich hoffe, das hat euch interessiert. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr mir sie gerne im Twitch-Stream stellen. Da streame ich nachher. Oder ihr schreibt es einfach als Kommentar hier unter dieses Video. Wer sich jetzt denkt, das ist alles schön und gut, diese Theorie, was du uns da erzählst, aber ich will doch lieber live was sehen, beziehungsweise Gameplay-Informationen. Das gibt's dann im nächsten Video, wo es um PvP geht, wieder, meine Freunde. Also geduldet euch da ein bisschen. Da werde ich wieder einfach zwei, drei Games vom Stream raussuchen und dann mit euch durchgehen, was ich da gedacht habe und was ich da gemacht habe. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo oder ein Like freuen. Oder einfach einen netten Kommentar. Ansonsten, ich bin für Kritik immer offen. Schreibt's einfach rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.